Inquisitor, das ist Hawk, der Champion von Kirkwall. Wobei ich diesen Titel kaum noch benutze. Hawk, der Inquisitor. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr uns etwas zu Corypheus sagen. Immerhin haben wir beide gegen ihn gekämpft. Ihr habt den Bastard unter einem Berg begraben. Dagegen verblasst alles, was ich euch erzählen könnte. Corypheus hat schon die Göttliche und viele andere getötet. Und er wird weiter morden, wenn wir ihn nicht aufhalten. Ihr habt die Bresche geschlossen. Das ist verdammt beeindruckend. Ich konnte kaum meine Freunde aufhalten. Aber wenn ihr denkt, ich kann helfen... Varric sagt, ihr hattet schon mit Corypheus zu tun. Ich tötete ihn. Die Grauen Wächter hatten ihn, doch er nutzte seine Verbindung zur Dunklen Brut, um sie zu manipulieren. Er drang in ihre Köpfe ein, machte sie verrückt, hetzte sie aufeinander. Wenn die Wächter verschwunden sind, stehen sie vielleicht wieder unter seinem Einfluss. Corypheus hat also die Venatori, die Roten Templer und jetzt vielleicht auch die Wächter? Wunderbar. Ich bringe nicht nur schlechte Nachrichten. Ich habe einen Freund bei den Wächtern. Er geht dort einer anderen Sache für mich nach. Sein Name ist Alistair. Als wir uns zuletzt unterhielten, war er wegen des Verhaltens der Wächter besorgt. Seitdem nichts. Gut möglich, dass Corypheus hinter ihrem Verhalten steckt. Ist euer Freund mit ihnen verschwunden? Nein. Er versteckt sich in einer alten Schmugglerhöhle bei Kammwald. Wenn ihr nichts von Corypheus wusstet, was wolltet ihr von den Wächtern? Die Templer in Kirkwall benutzen ein seltsames Lyrium. Es war rot. Ich hatte gehofft, die Wächter wissen mehr darüber. Corypheus hatte in Haven Templer bei sich. Sie sahen aus, als wären sie dem Lyrium ausgesetzt gewesen, das ihr beschreibt. Hoffen wir, dass mein Freund bei den Wächtern mehr weiß. Danke für eure Hilfe. Ich mache das ebenso für mich wie für euch. Corypheus ist mein Problem. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Diesmal bringe ich es zu Ende. Inquisitor! Wohin seid ihr nach der Rebellion der Magier gegangen? Es hieß damals, die Kirche könnte versuchen, die Rebellion mit einem erhabenen Marsch auf Kirkwall niederzuschlagen. Ich hatte gehofft, wenn ich gehe, würde ich Leben retten und die Göttliche zwingen, ihre Truppen aufzuteilen, um mich zu jagen. Aber das hätte ich mir ebenso gut sparen können. Wenig später rebellierten alle Zirkel und der erhabene Marsch fand nie statt. Ihr habt gesagt, ihr dachtet, ihr hättet Corypheus getötet. Die Grauen Wächter hatten ihn eingesperrt. Sie benutzten das Blut meines Vaters für ein Ritual, um ihn in seiner Zelle zu halten. Doch er konnte noch immer ihre Gedanken manipulieren und hetzte sie auf mich. Und ich dachte nicht nur, ich hätte ihn getötet. Als der Kampf vorbei war, lag er tot vor mir auf dem Boden. Vielleicht brachte ihn seine Verbindung zur Verderbnis zurück. Oder seine alte Magie aus Tevinter. Jedenfalls war er tot, das schwöre ich. Es heißt, ihr hättet Familie und Freunde in Kirkwall. Wo sind sie jetzt? Mein Bruder ist ein grauer Wächter. Ich habe meine Freundin Evelyn gebeten, ihn möglichst weit von Orlais wegzubringen. Als alle Wächter begannen, sich seltsam zu verhalten, musste ich meine Familie in Sicherheit bringen. Fenris hätte sein Leben geopfert, um mich zu beschützen. Ich wollte ihm keine Gelegenheit dazu geben. Ich nehme an, Varric hat euch über die Inquisition ins Bild gesetzt. Was hat er über mich gesagt? Nur Gutes, das versichere ich euch. Ich war wirklich überrascht. Varric ist an sich kein großer Freund der Religion, aber von der Inquisition hält er sehr viel. Die macht die Sauerei des Blondschopfs weg. Ich denke, das waren seine genauen Worte. Ich wüsste gern mehr über Anders. Wie war er? Ich weiß nicht, ob es je nur einen Anders gab. Er war verrückt. Am Ende war nichts mehr in ihm, außer dieser kranke Drang, einen Krieg zu entfesseln, den niemand gewinnen konnte. Wir unterhalten uns später. Wir treffen uns im Kammwald.